Die Kosten der Gründung einer UG Holding. Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen bei unserem Videochannel. Ich bin André Kraus, ich bin Rechtsanwalt und ich bin spezialisiert auf Gründungsfragen mit meinem Team. Und in diesem Video geht es um die Kosten der UG Holding. Als allererstes sollten Sie bei den Kosten der UG Holding darauf achten, dass es mindestens zwei Gesellschaften gibt, die gegründet werden, die Muttergesellschaft und mindestens eine Tochter. Und Sie sollten wissen, die Kostenposten, die ich Ihnen gleich schildern werde, die fallen für jede der jeweils gegründeten Gesellschaften an. Und was Sie als zweites sich bitte merken sollten, es gibt sechs Kostenposten. Der erste Posten, das sind die Beurkundungskosten. Diese beginnen bei 280 Euro für eine Gesellschaft, wenn man mit Musterprotokoll gründet. Ohne Musterprotokoll bei individuellem Gesellschaftsvertrag, was in den allermeisten Fällen auch empfehlenswert ist, beginnen die Beurkundungskosten bei 600 Euro. Der zweite Posten, das sind die Kosten der Handelsregistereintragung, die starten bei 150 Euro, wie gesagt, pro Gesellschaft. Wie auch bei den späteren Posten. Der dritte Posten, Gewerbeanmeldung, beginnt bei 50 Euro, je nach Stadt und Gemeinde. Vierter Posten, IHK-Beitrag bei 115 Euro. Fünfter Posten, das ist die firmenrechtliche Abfrage durch die IHK. Dieser Posten, der fällt nur in manchen Städten an, in vielen Städten fällt er nicht an. Wenn er anfällt, dann beginnt er bei 45 Euro, beispielsweise in Berlin. Und der sechste und letzte Posten, das ist unser anwaltliches Honorar. Und worauf Sie bitte achten sollen, ich wiederhole mich ja jetzt öfters, dass es sechs Posten sind, es gibt keinen siebten Posten. Und warum sage ich sowas? Es gibt sogenannte Gründungsbetrüger, die schreiben Sie an und wollen, dass Sie Ihnen etwas überweisen, was Ihnen im Prinzip nicht zusteht. Was passiert da? Firmen, die ins Handelsregister eingetragen werden, die werden automatisch, vollautomatisch angeschrieben mit Rechnungen, mit Verträgen, die aussehen wie Rechnungen und den Anschein erwecken sollen, vom Handelsregister zu stammen. Das Design ist bewusst extrem schlicht gehalten, wie so ein Amtsbescheid. Und so soll der Anschein erweckt werden, das Handelsregister schreibt Sie mit etwas Unbekanntem ab. So, achten Sie bitte darauf, es gibt keinen siebten Posten. Es gibt nur eine Kostennote des Handelsregisters, nicht aber irgendeines Unternehmensfirmenregisters oder ähnliches. Was Sie auch wissen sollten, es gibt noch das Verfahren beim Finanzamt zur steuerlichen Anmeldung und Erfassung und dafür fällt keine Gebühr an seitens des Finanzamtes. Ich hoffe sehr, dass Sie dieses Video informativ und aufschlussreich fanden. Wir haben für Sie eine Menge juristischer Informationen zur Gründung einer UG-Holding auf unserer Webseite bereitgestellt. Und falls Sie sich selbst für die Gründung einer UG-Holding interessieren, können Sie uns gerne zu einer kostenfreien Erstberatung anrufen oder uns gleich online dafür mandatieren. Vielen Dank für Ihr Interesse und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.